Ja, also auch ein Strukturproblem. Ich finde, es ist Zeit, dass wir ein Augenmerk darauf richten, wie es um die gleiche Bezahlung steht für Frauen innerhalb des ZDFs. Und das betrifft vor allem die freien Mitarbeiterinnen. Nämlich hat die ehemalige Frontal 21-Reporterin Birte Meyer gerichtlich bewiesen, dass es im ZDF immer noch ein Fremdwort ist, Frauen, freie Mitarbeiterinnen, gleich zu bezahlen wie Männer. Sie ist also 7 Jahre lang durch die Gerichte gegangen, die Arbeitsgerichte bis zum Bundesverfassungsgericht, ist am Ende abgeschmettert mit dem Wunsch, und das hat das ZDF ihr jahrelang verweigert, Auskunft zu geben darüber, was sie privat schon recherchiert hatte, dass sie nämlich weniger verdient als ihre männlichen Kollegen. Und um das Ganze ein bisschen zu erläutern, es gibt ein Entgelttransparenzgesetz seit 2017, das besagt, dass eine Frau innerhalb eines Betriebes nachfragen darf beim Arbeitgeber, was denn die männlichen Kollegen vergleichbarer Tätigkeit verdienen. Aber es braucht in diesem Team mindestens 6 männliche Kollegen, die das Gleiche machen, was ja nicht in jedem Team der Fall ist. Also dieses Gesetz ist schon mal verwässert und in sich schon mal nicht ganz rund. Denn das ZDF hat dann umgekehrt einfach gesagt, nö, also in meinem Fall zum Beispiel, habe ich auch angefragt 2017, es gibt in ihrem Team nicht 6 männliche Kollegen, also können wir diesen Vergleich nicht machen. Und weil sie freie Mitarbeiterin sind, haben sie auch kein Recht darauf. Ja, und was sie aber geschafft hat, Birte Meyer, diese Frontal 21-Reporterin, durch diese 7 Jahre Gerichtsweg, nicht, dass sie gleich viel verdient, aber sie hat geschafft, dass jetzt Mitarbeiterinnen, die frei sind, auch ein Recht haben, diese Auskunft vom ZDF zu bekommen. Auf dieser Ebene wird also im Klein-Klein, aber mit langen Gerichtswegen, die Nerven kosten, die Biografien nachhaltig schädigen, wird Politik gemacht, Personalpolitik, und das muss aufhören. Und deswegen fordere ich erstens die Führung des ZDFs auf, ihre Strukturen, was das angeht, transparent zu machen, offenzulegen, wie hier Frauen bezahlt werden, erstens. Und zweitens fordere ich die Mitarbeiterinnen, die Freien, auf, nicht sich zu scheuen, eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen und dann den Weg durch die Arbeitsgerichte zu gehen, damit sie endlich gleich bezahlt werden wie Männer in vergleichbarer Tätigkeit. Frau Seibold, Ihnen ist damals ja auch noch zusätzlich als alleinstehende Mutter auch noch das Arbeitskontingent verkürzt worden. Ja, das war 2017. Also ich habe 75% Arbeitskontingent gehabt und dann hat man mir gesagt, nein, du bekommst jetzt nur noch 55%, knapp. Das hat zu großem Aufruhr geführt, auch innerhalb der Redaktion. Es gab noch eine, der ging es ähnlich. Und dann hat unsere Redaktion einen Brief an den Intendanten geschrieben mit der Bitte, dass man uns beide vertraglich besser stellt, weil es kann ja nicht angehen. Ja, was ist rausgekommen? Wir haben eine schmallippige juristische Begründung von Dr. Thomas Bellot bekommen, dass alles rechtens sei. Das war das Erste. Ich bin natürlich dann selber auch aktiv geworden, bin zum Personalrat gegangen und ich werde nie diese Szene vergessen, wie die Personalrätin vor mir saß und ich sagte zu ihr wirklich verzweifelt, ja, aber ich dachte, das ZDF sei ein familienfreundliches Unternehmen, also eigentlich eine Anstalt öffentlichen Rechts. Und dann sagte sie, ja, Frau Seibold, aber nur für unsere Festangestellten. So, und da muss man jetzt wissen, dass das Programm im ZDF ohne feste Freie überhaupt nicht stattfinden würde. Das ist ein großer Teil der Mitarbeiter, die diese Arbeit leisten. Und jetzt erzähle ich kurz, was einen Mitarbeiter definiert. Also ein freier Mitarbeiter ist de jure im ZDF kein Mitarbeiter. Wurde mir mehrfach mitgeteilt. Aber ich hatte von Anfang an 18 Jahre lang meine Lohnsteuerkarte da. Ich war im Dienstplan, ich war weisungsbefugt, ich hatte einen festen Schreibtisch, eine Die E-Mail-Adresse waren einfach nur schlecht und gestellt. meinen Namen am Türschild, solange ich noch ein Einzelbüro hatte. Das heißt, es sind die juristischen Kategorien dafür, dass ich eine Mitarbeiterin war. So, mit diesen Kategorien bin ich natürlich da jetzt auch rumgelaufen und es hat sich im Kern nichts Und Sie waren getan. schlechter gestellt. Ich würde hier gerne einmal Herr Broder Ja. fragen, wenn Sie jetzt den Fall hören von Frau Seibold und dann an den Fall von Frau Schlesinger denken. Da muss man doch fast schon plakativ sagen, die da oben und dann, ja, das Fußvolk könnte man ja fast zu festen Freien sagen. Ja, so ist es. Und die beiden Fälle hängen natürlich zusammen. Weil dieser Schlendrian, dieses sich austoben im Luxus, an der Spitze ist nur möglich bei einer bestimmten Verteilung der Mittel. Und es wird von unten nach oben umverteilt zugunsten von oben und nicht andersrum. Und an der Schlesinger-Geschichte stört mich eigentlich nur eins, dieses Gerede vom Einzelfall und von der Ausnahme, die jetzt rückhaltslos untersucht wird. Ich meine, die haben da 6, 7 Jahre den tollsten Schlendrian getrieben und es ist niemand aufgefallen, nicht den stellvertretenden Intendanten, dem Justiziar, den Abteilungsleitern, den Hauptabteilungsleitern. Ich habe immer ein Problem damit, wenn bei einem Missstand eine Person herausgestellt wird.
Wissen Sie, der Führer hat auch nicht von allem gewusst, nicht wahr? Wenn er es gewusst hätte, wäre er eingeschritten. Aber wir haben ja heute, eine Sache noch, wir haben ja heute hier gesehen, dass auch ganz tolle Dokumentationen, ja, und ganz wichtige Dokumentationen, ja, auch mit dem Rundfunkbeitrag, ja, umgesetzt werden. Das war ja ein eindrucksvolles Beispiel, ja, für den öffentlich-rechtlichen, ja, Rundfunk. Wie sollte denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk reformiert werden? Ich weiß es nicht. Wissen Sie, bei Fragen oberhalb von 8 Milliarden Euro passe ich, nicht? Und das gehört in diesen Bereich. Aber Sie haben natürlich vollkommen... Und wir haben jetzt hier leider keinen Telefonjoker. Nein, haben wir nicht. Ich würde auch nicht in Anspruch nehmen. Es sei denn, es wäre Claudia Roth, die weiß ja alles. Nein, es gibt hervorragende Beiträge in den öffentlich-rechtlichen, aber allerdings hat sich meine Aufmerksamkeit sehr verengt. Ich schaue nur noch Arte und Dreisat und da kommen wirklich hervorragende Geschichten. Also offenbar, wenn die wollen, geht es auch. Und natürlich, wir liefen auf der ARD. Bitte? Wir liefen in der ARD. Ja, also, ja, das, ja, also auch mal wieder in die, ja, ARD schauen für die, ja, Dokumentation. Ihretwegen würde ich mir sogar die Sportschau angucken. Da haben wir doch was erreicht heute, oder? Ja, natürlich. Sie haben mich beinahe überzeugt, weil mir Sport völlig egal ist. Abgesehen von Stabhochsprung. Das finde ich eine fantastische Übung. Frau Seibert, Sie haben das ja knapp 20 Jahre erlebt. Was wäre Ihr Plan für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie er reformiert werden kann? Also ich würde gerne da noch mal drauf eingehen. Also ich halte diese Debatte, was diese Intendantengehälter angeht, eigentlich für eine sehr populistische Scheindebatte, weil es geht um die Strukturen. Und deswegen bin ich auch heute hier mit diesem Thema. Man muss die Strukturen radikal offenlegen. Es muss der Öffentlichkeit gegenüber eigentlich eine Art Offenbarungseid geleistet werden. Zumindest was das ZDF angeht. Ich kann immer nur vom ZDF sprechen. Wie hier Mitarbeiter behandelt werden. Es gibt Gerichtsverfahren. Das am Ende steht immer eine saubere Schweigeklausel, die natürlich nicht gebrochen werden darf. Deswegen kommen diese Geschichten auch nicht an die Öffentlichkeit. Ja? Also warum ich habe ja hier eine Schweigeklausel gebrochen. Sonst, ne, die meisten erzählen einfach nicht darüber. Und ich glaube, es muss aufhören, das Schweigen, da sind wir wieder bei Ihrem Schuldthema. Es sind eigentlich alte Mechanismen der Kirche, die hier greifen. Es geht um Schuldgefühle, es geht um Angst und es geht um zum Schweigen bringen. Und es geschieht meistens entweder juristisch oder eben durch so einen allgemeinen, wie soll ich sagen, eine allgemeine Meinung, die ja zu vertreten ist. Und ich finde, wir müssen auch auf die letzten 2 Jahre Corona-Berichterstattung zurückgucken. Das haben Sie ja gestern schon gemacht in Ihrer Sendung. Was die Medien angeht, ist ganz klar Aufarbeitung gefragt und auch eigentlich eine öffentliche Entschuldigung. Das ist ein schöner Appell zum Ende der Sendung. Wir sind schon wieder am Ende angelangt. Nächste Woche Dienstag sind wir aber wieder für Sie da und werden wieder leidenschaftlich diskutieren. Tschüss, schönen Abend noch.